Happy Monday, einen wunderschönen guten Tag, ihr süßen Mäuse. Die Drogerie hat in den letzten Tagen bzw. Wochen so ein paar Produkte rausgebracht, die meiner Meinung nach ein bisschen unter dem Radar geflogen sind, die sich aber jetzt schon bei mir wirklich, ich sag's so wie es ist, bezahlt gemacht haben. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle ein wunderschönes Wochenende gehabt. Wir verlieren gar keine Zeit. Wir haben nämlich komplette neue Neuheiten und wir haben so ein paar Produkte, die die letzten Tage rausgekommen sind, die wieder rausgekommen sind, die kurzzeitig weg waren und wir sprechen einfach mal drüber und vielleicht ist ja das ein oder andere Schätzchen für euch auch mit dabei. Irgendwas ist noch ganz anders. Ich habe nämlich eine neue, also die Kamera ist gleich, aber der Computer ist neu und irgendwie sieht das noch ein bisschen anders aus. Verzeiht mir bitte, wenn das Video nicht so ist wie vielleicht das, was ihr am Mittwoch oder am Freitag seht. Ich probiere gerade so ein paar neue Sachen aus. Wir starten direkt mit dem ersten Produkt, über das ich kurz mit euch reden möchte, denn das ist das hier. Das ist das neue Haarparfum von DZL, Diana zu Löwen, Forever Gold. Ihr wisst ja, dass ich das Addictive Vanilla sehr, sehr gerne mag. Großartig, aber das hier wird für viele Mäuse, ich glaube, der neue Favorit sein, weil das schon sehr. Sagen wir, wie es ist, es riecht sehr bekannt. Und üblicherweise wisst ihr, dass ich diesen Duft hasse. Ich kann ihn nicht sagen. Sobald ich dieses Wort nur ausspreche, werde ich wahrscheinlich sofort verklagt. Aber es ist inspiriert von einem sehr, sehr teuren, sehr, sehr intensiven Parfum. Vielleicht könnt ihr euch ja gegenseitig in den Kommentaren helfen. Die eine oder andere Maus bei Instagram hat es auch schon rausgefunden. Aber, und das ist der Vorteil, ihr wisst ja, dass ich das Originalprodukt hasse. Ich kann diesen Duft nicht leiden. Ich weiß nicht, was sie hiermit gemacht haben, aber es riecht ein bisschen anders, ohne dieses Muffige. Dieser ganz leichte, pudrige Moschusduft, der ist zwar auch da, aber das ist nicht so schlimm. Und es hält sehr, sehr gut. Das ist ein Haarparfum. Natürlich, ich lese es immer wieder. Ja, aber die Drogerieparfums, die halten nicht. Ihr habt ja auch nur 4 € dafür ausgegeben. Ich glaube, das kostet sogar nur 3 €. Wollte ich euch aber mal mit auf den Weg geben. Und weil viele Instagram oder TikTok auch nicht haben, die Kombination. Das Haarparfum und Vanilla Touch von Larif. 10 von 10. So, so edel. Das riecht ja schon eher so ein bisschen luxuriöser. Das macht das Ganze wieder ein bisschen süßer und die beiden funktionieren einmalig miteinander. Um mal ein bisschen Farbe in mein Gesicht zu kriegen. Irgendwas ist mit meinem Gesicht heute komisch, aber das ist nicht so schlimm. Wir benutzen das hier. Das ist die Glotion von L'Oreal. Die war ja in Amerika schon total gehypt. Und die ist jetzt aber meiner Meinung nach so ein bisschen, also die ist rausgekommen, aber irgendwie so ein bisschen unter dem Radar. Das ist ganz spannend. Das ist. Ach, viele haben sie auch schon wieder als günstige Alternative zu dem Hollywood Flawless Filter betitelt. Ja, naja, kann man machen, muss man aber nicht. Die hat Schimmer mit drin. Du kannst ihn entweder als Primer benutzen, dann wird das einfach super, super schön frisch. Ich habe jetzt hier die Farbe 902. Es gibt das Ganze auch noch dunkler, aber das bringt einfach so einen Glow. Und ich finde, das ist kein glitzeriger Glow. Vereinzelt vielleicht. Aber nee, eigentlich würde ich sagen, das ist eher nur so ein, wie so ein Schein. Ist sehr reflektierend, das gleicht dadurch natürlich auch so ein paar Unebenheiten aus. Man kann das Ganze einzeln benutzen, man kann es am Körper benutzen. Es ist sehr multitaskingfähig. Das ist ein Top-Produkt. Also entweder du benutzt das wirklich wie so eine Grundierung oder du mischst das vielleicht auch mal in eine Tagespflege oder in deine Bodylotion mit rein. Das ist so ein Produkt, die haben es auch nicht. L'Oreal hat es auch nicht unbedingt als Make-up-Produkt deklariert, sondern eher als Multifunktionsprodukt. Ich habe das gesehen bei vielen amerikanischen Creatorinnen, dass sie so eine riesen Tube hatten. Fand ich super cool. Damit kannst du dir ja von oben bis unten einschmieren. Das hält sehr gut. Ich vertrage das Ganze auch sehr gut. Und das ist natürlich sehr, 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 sehr glowy und belebend. Was wir jetzt aber machen, ist, wir geben mal einen Spritzer Foundation mit rein. Einfach, dass wir die Deckkraft vielleicht so ein bisschen frischer kriegen. Und ich muss sagen, es erinnert mich schon sehr stark an das neue Produkt hier von Dior. Also es geht alles so ein bisschen in die Richtung Hollywood Flawless Filter, der von Dior hat ein bisschen einen Tacken mehr Deckkraft, ist halt aber Dior, ne? Also das kostet dann natürlich auch gleich fünfmal so viel. Glotion, super schön. Schaut euch gerne mal die dunkleren Farben an. Kann man gut so ein bisschen als Bronzer-Ersatz nehmen. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir bleiben einmal ganz kurz bei L'Oreal, denn das wollte ich euch noch zeigen. Kann das jetzt nicht live machen. Ich habe es nämlich vor kurzem erst gemacht. L'Oreal hat eine Brow Color rausgebracht. Das ist ein permanentes, oder ne, 5 Wochen ungefähr, Augenbrauenfarbe. Und die ist krass. Die ist super, super einfach zu benutzen. Ich blende euch hier mal kurz ein Video ein, was ich gedreht habe. Super einfach zu benutzen. Es geht sehr, sehr schnell. Es stinkt nicht. Es stinkt nicht nach Ammoniak. Es stinkt nicht nach Ammoniak und die Farbe ist sehr, sehr gut. Nehmt entweder eine Vaseline um die Augenbrauen herum oder ich habe hier diese Mixer Zika Repair Creme benutzt. Einfach die Augenbrauen umrahmt, dann die Farbe drauf gemacht, 4 Minuten drauf gelassen, abgemacht.
fertig. Die sind in der Make-up-Theke sehr, 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 sehr gut. Ihr habt so ein kleines Schälchen mit dabei und so ein Spatel und dann hält das Ganze. Und es ist nicht so teuer, ne? Also es hat mir besser gefallen als die von Zios, muss ich ehrlich sagen. Foundation ist drauf, wir bleiben mal ein bisschen bei den Augen. Irgendwie sehe ich so ein bisschen müde aus. Da wollte ich hierüber nochmal mit euch sprechen. Das ist von Max Factor, Miracle Pure Eye Enhancer. Ah, ich bin mit dem Namen nicht ganz so fein oder einverstanden. Das ist, sie sagen, es ist eine Color Correcting Cream Concealer. Color Correcting ist es für mich nicht. Dafür ist die Farbe einfach nicht Color Correction genug, ne? Das ist einfach eine normale Concealer-Farbe. Die ist nicht pink. Color Correction ist entweder pink, grün, gelblich, hat einen besonderen Unterton. Das haben die nicht. Nichtsdestotrotz ist das ein Concealer, den ich euch gerne mit auf den Weg geben wollen würde, wenn ihr vielleicht eine texturiertere Haut habt. Also vielleicht schon ein paar Fältchen mehr. Im Moment habe ich auch etwas mehr Fältchen unter den Augen. Das ist der leichteste Concealer, den ich kenne, mit einer akzeptablen Deckkraft. Also das Problem bei diesen dicken Concealern ist ja, dass sie einen sehr hohen Anteil an Puderpartikeln mit drin haben, die dann in diese Fältchen reingehen, sobald die Feuchtigkeit verdunstet ist. Das habt ihr hier nicht. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, dass die Pigmente sich so gleichmäßig irgendwie verteilen. Ich arbeite auch ganz gerne mit einem Pinsel und jetzt seht ihr mal ganz kurz, weil ich kriege so oft Nachrichten, was man tun kann, damit der Concealer nicht in die Fältchen läuft. Ihr seht ja, wo meine Fältchen hier sind. Heute sind sie ganz besonders intensiv. Ich gehe nicht auf die Fältchen, sondern ich bleibe da drunter. Das rahmt nicht nur das Auge einmal ein. Ihr seht es, da sind die Fältchen und der Concealer bleibt da drunter und ich arbeite das mit einem Pinsel hier ein. Das ist das so ein bisschen das Problem von früher, wie ich finde, dass viele immer gesagt haben, ja, es ist crease-proof. Nichts auf dieser Welt ist crease-proof, außer es ist fest. Also es geht physikalisch schon gar nicht, dass etwas nicht in Fältchen läuft. Aber ihr könnt dafür sorgen, dass es nicht so stark in die Fältchen läuft. Und das macht man damit, wenn man einfach diese Fältchen ausspart. Beim Verblenden mit einem Schwamm kommst du automatisch auf diese Fältchen, aber mit deutlich, deutlich weniger Produkt. Und gerade wenn du es wirklich einen Moment antrocknen lässt. Probiert das mal aus. Es macht wirklich einen riesen, riesengroßen Unterschied. Der ist ja fast wie Wasser. Der ist ganz, 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 ganz dünn, hat aber trotzdem eine gute Deckkraft. Und du kannst ihn dadurch auch ganz gut als die leichteste Foundation ever benutzen. Und jetzt ist es ja schon so ein bisschen angetrocknet. Und dann gehe ich einfach ganz leicht hier rüber, blende diese harten Kanten aus und ich komme automatisch so ein bisschen an mein unteres Augenlid, aber bei weitem nicht mehr ganz so doll, wie wenn ich mit dem Concealer-Füßchen darunter gehe. Das Füßchen generell von dem Concealer ist auch ganz spannend. Ich finde, sowas ist eigentlich immer das Hygienischste, was du machen kannst. Du hast hier dieses Plastikfüßchen, das kannst du auch mal gut abwischen und du arbeitest in die Hand hinein. Also mit diesem Füßchen kannst du es auftragen. Die Hände haben wir vor dem Schminken immer gewaschen und dann kannst du es auftragen und gehst halt nicht auf die Haut direkt. Ich fixiere alles einmal mit einem geheimen Produkt. Es dauert nicht mehr lange, ihr süßen Mäuse. So langsam können wir darüber reden. Und das ist richtig schön. Das ist eine ganz, ganz subtile Base. Ich probiere im Moment, ich weiß gar nicht, worüber ich da neulich gesprochen habe. Ich glaube, es war in einem TikTok-Video oder so. Da habe ich darüber gesprochen, dass ich probiere, dass die Make-up-Looks im Alltag besser aussehen und nicht unbedingt in der Kamera. Also wenn ihr jetzt das Gefühl habt, was ist mit Maxim eigentlich los? Warum sieht er nicht mehr so gut geschminkt aus wie sonst? Ich möchte, dass ihr im Alltag gut aussieht und nicht vor der Kamera, vor der ihr dann wahrscheinlich eh nicht sitzt. Wisst ihr, was ich meine? Und wir kommen zu den Augen. Und jetzt wird spektakulär. Art Deco hat ja diesen Bronzer mit rausgebracht. Das ist ein Klopper. Ziemlich teuer, muss ich sagen. Also 25, 26 Euro ist schon stolz. Aber der ist halt leider sehr, sehr gut. Wir haben drei verschiedene Farben. Einen sehr, sehr hellen. Der hat einen leichten Schimmer mit drin, glaube ich. Unten ist der Schimmer mit drin. In der Mitte ein bisschen dunkler. Verschiedene Farben. Er sieht auf der Haut einfach toll aus. Ich mische einfach. Ist am einfachsten für die Haut. Ist recht warm. Ist ein recht warmer Bronzer. Aber der ist perfekt für den Sommer. Weil du einfach super viel Produkt hast. Ne? Also wenn du auch gerne mal so ein bisschen deinen Körper bronzt oder hier so ein bisschen den Hals, ist der perfekt. Weswegen ich den jetzt aber hier mit reingenommen habe, ist für die Augen. Denn das ist meiner Meinung nach schon eine ziemlich gute Lidschattenpalette. Ich gehe hier unten einmal rein, trage mir den helleren Ton ins Lid, kann dann mit dem dunkleren Ton alles nochmal etwas verdunkeln, denn es gibt was Neues. Das ist richtig, richtig krass. Da habe ich mich so drüber gefreut, weil ihr wisst doch, dass ich diese Manhattan Augensticks, also Augensticks, das klingt auch irgendwie falsch, die Lidschattensticks so gerne gemocht habe. Die gibt es jetzt neu und nochmal verbessert in einer neuen Formulierung. Muss ich sagen, finde ich ziemlich, ziemlich krass, dass Manhattan und Max Factor, vor allem die beiden auch zusammen, ganz viel gerade neu formulieren und neu rausbringen. Und jetzt haben sie das hier rausgebracht. Die Wanderlust Shadow Sticks gibt es in unglaublich vielen Farben. Die eine Farbe benutze ich jetzt nicht. Die passt jetzt nicht zu meinem Vibe. Wobei, ja, vielleicht. Das ist ein Duochrome. Das ist die Farbe Galactic Green. Gold
und grün. Kann ich mir sehr, sehr gut im inneren Augenwinkel vorstellen. Du kannst es rausdrehen. Das passt, glaube ich, sogar ganz gut jetzt zu dem Look hier, ne? Einfach auftragen. Also das ist die einfachste Methode, einen Lidschattenlook zu machen. Auftragen, mit dem Finger ein bisschen eintupfen, kurz antrocknen lassen, fertig. Großartig, ihr wisst es, ich liebe diese... Also je weniger Farben auf dem Auge für mich, desto hochwertiger sieht der Look jetzt aus. Das ist jetzt für mich keine luxuriöse Farbe. Ich wollte sie euch einfach nochmal zeigen. Deswegen nehme ich, und ich glaube, das war damals auch in der anderen Form meine liebste Farbe. Die heißt jetzt nur anders Starshine Dream. Ist so ein bisschen moviger, so ein bisschen gräulicher. Das ist die perfekte Farbe für den Alltag. Du musst ja nicht mal den Bronzer darunter haben, sondern einfach nur diesen Stick hier rauf, ein bisschen verblenden. Die sind sehr verzeihend. Fertig. Also das ist das Schöne bei diesen Sticks. Die sind nicht nur super einfach zu benutzen, sondern die sind auch so ein bisschen verzeihend, wie ich finde. Gerade wenn man nicht so viel Lust hat auf Make-up oder auf intensive Looks, aber trotzdem so ein bisschen Farbe haben möchte, gerade auch vielleicht, wenn ihr schon texturiertere Augenlider habt, einfach nicht so viel Lidspace habt, ist das eine gute Möglichkeit, so ein bisschen Form reinzukriegen. Auf die Entfernung, finde ich, sieht das Ganze dann auch immer ganz besonders schön aus. Und für alle meine Mäuse, die sich für Lippenöle interessieren, auch da gibt es was Neues in der Drogerie. In vielen verschiedenen Farben liebe ich sehr Lippenöle. Lippenöle sind so eine gute Methode, um vielleicht, um die Lippen ein bisschen zu pflegen und nicht zu sehr zu überstrapazieren. Also so ein Lipgloss ist immer ein bisschen schwierig, wie ich finde. Es gibt Tage, da habe ich einfach keine Lust auf Lipgloss. So, aber so ein bisschen Pflege, meine Lippen, ich habe einen Sonnenbrand bekommen auf meinen Lippen, ist mir in diesem Ausmaße noch nie passiert. Und die sind richtig, richtig trocken. Da will ich jetzt nicht unbedingt mit einem Lipgloss rübergehen. Und Manhattan hat die High Shine Lip Oils rausgebracht. In Rot, in Pink, in Durchsichtig und in Rosa, glaube ich. Ich habe jetzt hier Vivid Red. Riesengroßes Füßchen. Sehr viel Verpackung. Ich finde, die täuscht so ein bisschen, ne? Weil wenn du es zu hast, denkst du dir auch, naja, das ist eigentlich nur das hier. Aber guess what? Das Produkt geht wirklich bis hier oben und du hast nochmal viel. Es riecht sehr gut, so ein bisschen nach Bubblegum. Und die Farbabgabe ist halt krass. Also gerade bei dem Rot. Und das ist der Vorteil von einem Lippenöl, ohne dass es klebt. Also ein Lipgloss klebt oft, ne? Ein Lippenöl klebt nicht. Ihr habt eine gute Farbabgabe und wisst ihr, was wir jetzt ausprobieren? Ich wäre nicht Maxim, wenn ich nicht Maxim wäre und das nicht ausprobieren würde. Ich nehme ein bisschen Farbe auf meinen Handrücken und ihr wisst, was jetzt passiert. Guten Morgen! I love it. Wir haben wirklich hier mal wieder was ganz bezaubernd Glowiges rausgebracht. Ihr könnt natürlich... ich habe keine Foundation benutzt. Ich habe ein Tropfen Foundation in diese Lumi Glow schon mit reingebracht. Mit ein bisschen mehr Deckkraft würde das Ganze natürlich auch nochmal anders rauskommen. Aber das ist so ein Look, den würde ich sagen, den kann man auch gut und gerne tragen. Im Alltag zum Büro. Ein bisschen reduziert. Das sieht einfach gepflegt, so ein bisschen zurechtgemacht aus und dann reicht das auch. Ich bin sehr gespannt, ob ihr vielleicht noch ein paar Neuheiten entdeckt habt in der Drogerie. Dann schreibt mir doch gerne, was ihr für neue Favoriten habt. Wir sehen uns hier am Mittwoch schon wieder. Fühlt euch geküsst, fühlt euch gedrückt. Bis zum nächsten Mal.